Erster Döbel kommt rein. Und er hängt. Jawohl. Ja, Leute, willkommen zurück bei Flyfishing Chronicles. Die erste Drift, der erste Fisch. Ganz traditionsbewusst, ein Döbel, Trockenflieger. Wundervoll, hab einen schönen Reinschwimmen sehen. Direkt hingeschwommen, gleich genommen, so wie sich das gehört. Ja, End-40er, denke ich mal. Boom. Jawohl. Oh, schönes, prächtiges Tier. Den Vorhinein voll genommen. Schönes Weibchen, nehme ich mal an. Also Rockner. Sehr schön. Ja, hier ist der Döbel. Schönes, fettes Tier. Einmal frei, kann auch gleich zurück ins Wasser. Slime Time. Ich bin gespannt, was heute sonst noch geht. Ah, gleich genommen. Ja, die wollen den Plopp hören. Ja, wenn die Fliege da einfach so lautlos lang driftet, dann, keine Ahnung, dann driftet die einfach an denen vorbei und die interessieren sich gar nicht für die Fliege. Also das muss Platsch machen. Leute, es muss Platsch machen, deshalb benutzt keine zu kleinen, zu leichten Fliegen. Wir sind ja nicht beim Forellenangeln. Die Fliege darf nicht wie so eine Schneeflocke aufs Wasser aufsetzen, sondern es muss schon ein bisschen Platsch machen. Und da ist er, ja, schön. Drei Würfe später, glaube ich. Upa. Zack, jawohl. Und da ist der Gute. Wie gesagt, Fliege muss plopp machen, dann beißen sie auch. Wundervoll. Ja, hallo nochmal. Die ersten zwei Döbel sind gelandet. Auf die Fliege haben sie gebissen. Wirklich eine richtig schöne große Formback-Fliege. Wie gesagt, sie muss richtig Platsch machen. Dann nehmen die überhaupt die Fliege erstmal wahr und schwimmen dann zur Fliege hin. Und ich will euch auch gleich mal am Anfang einen Tipp geben. Und zwar, ich fische ja gezogene Vorfächer, so 9 Fuß lang mit 0,20er Spitze. Und wenn das Tippet vorne irgendwann mal ganz aufgebraucht ist, mache ich am Vorfach einen Tippetring dran, normalerweise. Aber was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier einen ganz kleinen Mini-Wirbel anstatt einen Tippetring dran geknotet. Der Grund ist einfach der, dass diese ganz großen Foambugs, die drehen sich natürlich in der Luft. Ne? Und nach einer Zeit sind die Vorfächer extrem verdrillt, gerade hier auch im Spitzenbereich und im Mittelbereich. Und irgendwann, ja, ganz ehrlich, da kannst du diese Vorfächer einfach nur weghauen. Aber die sind ja doch recht preisintensiv, sage ich mal, deshalb macht einen Wirbel, baue ich einen ganz, ganz kleinen Wirbel dran. Der ändert jetzt auch nichts an der irgendwie Fliegenpräsentation, meine, ihr habt ja gesehen, ne? Ich habe irgendwie 4 Würfe gemacht und 2 Fische gefangen. Probiert einfach mal aus und eure Vorfächer halten definitiv länger. Und er hängt wundervoll. Ah, noch schnell einen Anker setzen. Irgendwie Spannung halten. Ah, ausgestiegen. Verdammt, passiert. Angedrückter Widerhaken. Kann mir schon mal vorkommen. Schöner, größer Dickkopf. Oh Mann. Perfekte Präsentation. Ah, nein. Ah. Eine halbe Sekunde zu früh angehauen, eine halbe Sekunde. Oh, das waren 50 Pluser, definitiv. Eieieiei. Oh, vorsichtig genommen, meine Herren. Na, Spannung halten dabei. Ja, es ist noch früh. Döbel beißen erst immer so spät am Tag. Also nichts mit. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oh, ein Hecht kommt, nee, Rapfen kommt mit hinterher. Das ist halt das Schöne am Döbelfischen. Man kann ausschlafen oder man sollte ausschlafen. Weil ich merke jetzt schon, die sind jetzt noch nicht so richtig wach. Wassertemperatur ist gerade noch so bei 13 Grad, wird dann heute so 15, 16 Grad erreichen und dann werden die erst so richtig wach. Also man muss sie auf jeden Fall überreden. Und zack, drin ist er. Ja, so richtig wollen sie noch nicht. Man muss sie überreden. Die Bisse kommen extrem vorsichtig. Aber schön, dass ich die ersten Rapfen schon gesehen habe. Und vielleicht kommt heute noch ein Rapfen auf Trockenfliege wie letztes Jahr. Mal schauen. Oh, jawohl. Schön genommen, ey. Da waren mehrere Döbel. Und wenn die in der Gruppe zusammenstehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beißen, natürlich größer. Da Futterneid. Wenn du einen einzelnen Döbel anwirfst, dann, ja, dann überlegen sie sich das halt noch, ne, schauen sich die Fliege genau an und dann oftmals lehnen sie ab. Aber wenn die im Trupp unterwegs sind,
wie bei den Barschen, dann hacken sie halt drauf. Ne? Ja, hat sich schön selbst abgehakt. Wieder hakenlose Fliege, sei Dank. Das freut mich. Zack, Eimann frei, schön. Oh ja, ja. Kommt auf mich zugeschwommen. Oh, kleiner Spritzer. Versuche ich auch gleich mal im Wasser abzuhaken. Und weg ist er. Wundervoll. Ja, komm. Oh, ultra vorsichtig genommen wieder. Meine Herren, obwohl das so eine große Fliege ist. Normalerweise wird die vehementer genommen. Oh, jawohl. Oh, wundervoll. Schön. Jawohl. Und hat sich wieder schön selber abgehakt. Wundervoll. Oh, hängt er? Oh, er hängt. Er hängt. Der ist gut. Oh, Chaos. Alles nicht so einfach alleine. Erik, wo bist du? Oh. Oh, hängt er noch dran? Oh. Ja, komm her. Und schon abgehakt, Eimann frei. Der kann dann auch gleich schon von dannen ziehen. Ah, jawohl. Hängt schön vorne drin. Frei ist er. Na jawohl. Da war wieder ein ganzer Trupp Döbel unterwegs. Und der Futterneid hat wieder zugeschlagen. Oh, Leute, das ist ein Aaland. Ich glaube, klappt. Ein Aaland. Ein Aaland. Das ist wie letztes Jahr, wenn ihr die Videos kennt, die ich letztes Jahr gepostet habe. Im zeitigen Frühjahr habe ich Aalande gefangen, den ganzen Sommer überhaupt nicht. Dasselbe Bild wieder. Aaland auf fetten Formback. Geil. Da ist der Gute. Und ihr seht den großen Formback im Maul vorne. Wunderschön. Und hier ist der schöne Aaland. Noch ordentlich Blutegel an der Schwanzflosse dran. Das heißt, ich stehe noch tief. Wasser ist noch kalt. Aber ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig über den Aaland. Eimann frei. Er darf natürlich wieder zurück, der gute Mann. Oh, wundervoll. Oh nee, jetzt hat einer gebissen, während ich rudern wollte. Die ersten großen Brassenschwärme tauchen auf. Direkt vom Boot. Schön. Oh, das ist doch. Was ist denn jetzt los hier? Oh, aus dem Maul rausgezogen. Ja, nobody is perfect. Auch ich nicht. Passiert. Oh, da ist schon wieder der nächste. Oh, das war doch mal ein Biss. Jawohl. Hier ist der Gute. Kescher schön gefüllt. Kann gleich wieder ins Wasser. Wundervoll. Und der nächste, jawohl. Da scheint ein ganzer Trupp zu stehen. Ich versuche ihn gleich mal wegzuziehen. Eine Hand verbrannt. Schön weg vom Ufer, um die anderen nicht zu verscheuchen. Das fühlt sich so gut an. Nach der langen Winterpause mal wieder Kontakt zu haben. Und hier unterbreche ich einmal ganz kurz, weil ich euch auf eine Sache aufmerksam machen möchte, nämlich wie ich keschere. Wie ihr seht, strecke ich meinen Rutenarm ganz nach hinten ab und gerade auch in Kombination mit dem langstieligen Kescher
schaffe ich es dadurch, dass die Belastung auf die Rute nicht auf der Rutenspitze liegt, sondern im Mittelteil oder zumindest im vorderen Drittel, aber eben nicht auf die Spitze. Das, was viele immer falsch machen, und mir passiert das auch ab und zu noch, ist, dass man die Rute oder den Rutenarm nah bei sich am Körper lässt und die Rute dann quasi nach hinten abkippen lässt, um den Fisch an sich ranzuziehen. Dadurch schafft man natürlich einen sehr spitzen Winkel zwischen Rute und Schnur und die Hauptbelastung auf die Rute liegt auf die Rutenspitze. Aber hier, wie ihr sehen könnt, der Blenk der Rute zeigt weiterhin nach vorne und ist nicht nach hinten abgeklappt und dadurch ist halt der Blenk mehr im Mittelteil belastet, wo er eh ein bisschen stabiler ist und nicht vorne an der fragilen Spitze. Und gerade auch noch in Kombination mit diesem langstieligen Kescher entschärft man die Situation noch zusätzlich. Denkt bitte daran, den Rutenarm immer schön nach hinten zu nehmen beim Keschern, gerade wenn man mehr so ja, traditionelle Wartkescher mit sehr kurzen Griffen benutzt. Schaut euch die Fische hier an. Hauptsächlich Brassen, Nase, ein paar Aalande waren dabei. Wundervoll. Rapfen. Ich habe schon Raupen gesehen. Döbel. Ich habe auf Nymphe gewechselt. Allerdings wollte ich damit Brassen fangen. Jetzt habe ich den Döbel da rumcruisen sehen. Dann werfe ich den natürlich an, ganz klar. Schön hell gefärbt. Kampfstark ist er. Meine gut, ich habe jetzt die 5er Rute in der Hand. Merkt man gleich den Unterschied. Auf jeden Fall. Olivfarbene Herz-R-Nymphe, als Goldkopfnymphe gebunden. Drin ist er. Und hier ist der Johnny. Schönes Tier auf jeden Fall. Schön genommen. Einwandfrei. So muss das sein. Krapfenfliege genommen. Leider ist es ein Döbel. A lot of fun an der 10er Fliegenroute hier. Boah, kann gleich wieder los. Oh, jawohl. Ja, aus Langeweile Karpfenfliege eingestrippt. Boah, was ist das? Ziemlich. Sagt der Dickkopf. Oh, der sieht nicht gut aus. Ja, da hat wohl Meister Kormoran oder Gänsesäger zugelangt, ne? Ja, hier ist der Bursche ziemlich zerhackt. Ich weiß nicht, Gänsesäger oder Kormoran, was sagt ihr? Aber dennoch irgendwie schöner Charakterfisch, so muss es sein. Schön. Ja, ich habe die Karpfenfliege einfach ausgeworfen, eingestrippt. Getrost nach dem Motto, nur eine Fliege im Wasser kann Fisch fangen. Und hat einen extra Bonusfisch gebracht, während ich auf Karpfen gelaut habe. Also haltet eure Fliegen immer schön nass, denn nur dann können Sie Fisch fangen. Endlich lange für gearbeitet für den Kollegen hier. So richtig haben sie keinen Bock. Weiß nicht, woran das liegt. Sehr windig, dadurch sehr viel Zeug im Wasser. Irgendwelche Blüten und Blätter. Und eventuell, ja, das ist jetzt eine Theorie von mir, können die dann meine Fliege nicht davon unterscheiden und schwimmen halt auf zur Fliege hin und nehmen sie aber nicht. Aber nur eine ganz dunkle Theorie. Junge, 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 lange für gearbeitet, lange für gearbeitet. Schön auf Distanz genommen. Wundervoll. Ja, man muss sie suchen, man muss sie suchen, man muss sie suchen. Stehen wieder ganz konzentriert. Teilweise fischt man 200, 300 Meter flussab, ohne irgendeinen Biss zu bekommen. Und auf einmal sind sie wieder da, ne?
das Döbelnest. Oh ja, der ist schön. Ja. Sehr schöner Dickkopf. Boom. Und Fliege hängt schön im Mundwinkel drin, so wie es sein muss. Schön. Und dann ist er hängt. Jawohl, back to back. Nächster Wurf, nächster Fisch. Ja, kam vom selben Spot. Ich sag doch, Döbelnest. Lange Zeit gar nichts gefangen und jetzt geht's wieder los. Ne? Und dann kann auch gleich wieder zurück. Wunderschön. Ja Leute, es ist der 13. April, um genau zu sein. Die Natur wacht langsam auf, oder was heißt langsam auf? Also die Natur ist ziemlich schnell dieses Jahr. Es ist schon Sommerfeeling eigentlich, wenn man sich so die Botanik anschaut. Die Fische, ja okay, die Nasen, die ziehen schon rauf, genauso wie die Brassen. Die Karpfen sind auch schon aktiv, allerdings das Karpfenangeln, das habe ich erstmal aufgegeben, weil sehr windig heute. Sollte eigentlich erst morgen so windig sein. Deshalb kann ich die Karpfen nicht wirklich spotten im Wasser und ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, einfach auf Döbel weiter zu fischen. Das macht am allermeisten Sinn. Sie wollen aber dennoch heute überredet werden. So richtig Bock haben sie noch nicht. Klar, das Wasser ist noch mit 12, 13 Grad auch nicht so warm. Aber es fängt langsam an und für die erste Drift auf jeden Fall Anfang oder Mitte April schon mal nicht schlecht. Oh, da kommen schon wieder die nächsten zwei Döbel. Oh. Ah, kommt der andere? Ah, das gibt's doch nicht. Ja, die nehmen vorsichtig. Die nehmen echt extrem vorsichtig. Die nehmen extrem vorsichtig, die Fliege. Oh, da hängt. Ja, man braucht Multitasking-Fähigkeiten, wenn man alleine angelt. Zu zweit macht es doch mehr Spaß und ist ein bisschen entspannter. Oh, und der ist ab. Passiert. Passiert. Wieder hakenlos. Kann schon mal vorkommen. Oder darf auch mal vorkommen, sagen wir es mal so. Schön. Hatte die erste Präsentation abgelehnt. Gleich nochmal hingeschmissen und bam, hing der Gute. Ja, jetzt am späten Nachmittag werden sie nochmal richtig munter, die Döbel. Was kein Wunder ist, denn erfahrungsgemäß hier an dem Fluss so 16, 17 Uhr, wir haben es jetzt 17 Uhr, erreichen die Wassertemperaturen ihren höchsten Stand und natürlich so ein wärmeliebender Fisch wie der Döbel, der mag das natürlich und dann werden die natürlich umso aktiver. Oh, ist doch dran. Ich dachte, ich habe mich verguckt. Boah, ich dachte, es war eine Lichtspiegelung an der Oberfläche. Dabei waren so die weißen Lippen vom Döbel. Aber es ist interessant, dass wir letztes Jahr immer dieselben Stellen produzieren. Ich weiß nicht warum. Oh, Kapitaler Kescherfehler meinerseits. Na, aber jetzt komm. Na komm, Baby. Komm. Na, jetzt ist er dran. Wundervoll. Yes. Ja, Leute, im Zweifelsfall immer anhauen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Komm. What? Komm jetzt aber, jetzt komm. Jawoll. Auch er wollte erst überredet werden. Ja, den ganzen Tag fast keine Aktion.
Jetzt kommen sie. Jawohl. Ja, hier ist der Dickkopf. Wollte überredet werden. Hat zuerst abgelehnt, gleich nochmal hingeworfen und bäm, hat er sie genommen. Schön. Oh, wieder ultra vorsichtig genommen, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, kommt gleich noch ein paar mit. Ein paar Attacken jetzt schon gehabt. Jetzt hängt einer dran. Ich würde mal hier rum, damit ich die anderen nicht verscheuche. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, hier ist der Rüpel. Was auffällt, ist, dass die Fische hier oben weiter stromauf größer sind wie die weiter stromab. Schönes Teil. Bäm. Oh, gleich der nächste, jawohl. So muss das sein. Schön. Bäm. Ja. Komm, hack dich selber ab hier. Und er hat sich selber abgehakt. Perfekt. Einwandfrei. Kann dann auch gleich wieder schwimmen. Bäm. Der nächste Döbel im Drill. Sag euch, der Abendsprung der Döbel. Legendär. Jawohl, drin ist er. Bäm. Und schon selbst abgehackt. Ich habe das nur erahnt, dass einer dran ist. Ich habe einfach nur eine kleine Welle gesehen, reingehämmert und Widerstand. Das ist unfassbar, wie vorsichtig die Döbel die Fliegen nehmen. Na, ja, bereitwillig in den Kescher geschwommen. Und da darf er auch wieder zurück, der Gute. Oh Gott, was mache ich denn? Ein Pirouettenanhieb. Wer kennt ihn nicht? Bin schon abgehakt, jawohl. Ja, Leute, die erste Boottrift 2024 ist zu Ende. War gar nicht so schlecht dafür, dass es noch so zeitig im Frühjahr war. Was die Sache ein bisschen schwieriger gemacht hat, war der niedrige Wasserstand. Das heißt, wenig Strömung und somit hatten die Viecher alle Zeit der Welt, sich die Fliege ganz genau anzuschauen. Anders war es ja letztes Jahr, als ich mit Erik hier drauf war. Da hatten wir ja schon eine Bootsdrift gemacht, wirklich. Da war es ganz anders, hoher Wasserstand und ja, viel Strömung. Das heißt, die Döbel, die mussten sich die Fliegen aggressiv nehmen. Und wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann schaut es euch bitte an. Ich tue euch mal den Link unten in der Videobeschreibung rein. Bestes Döbelangeln der Welt. Ich sag's euch, das ist nicht übertrieben, das ist wirklich so. Ansonsten, ja klar, es ist noch zeitig im Frühjahr, das heißt die Döbel, die sind es noch nicht so gewohnt, dass was ins Wasser reinfällt, sprich, dass Insekten ins Wasser fallen. Deshalb sind die da jetzt noch nicht so drauf konditioniert. Aber dennoch immer eine fantastische Technik, Döbel zu fangen. Denn Döbel sind ja opportunistisch. Ne? Das heißt, die fressen alles, was sie vor die Luke bekommen können. Und heute mit Nymphe angeln wäre nicht gegangen bei dem Wind. Man sieht ja die Fische nicht. Man sieht deshalb dann nicht die Nymphe abtrudeln und dann die Bisse und kann dann anhauen. Das funktioniert alles nicht. Deshalb ist das Angeln mit der Trockenfliege oder hier mit dem Foambug besser gesagt die Technik der Wahl. Ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euch viel P3 am Wasser. Macht's gut. Tschüss.